Moin Moin, willkommen zurück zur neuen Runde von Lichtsteel 2 im Ranglistenmodus. Wir nehmen die Burg. Welcome to Nova. Ja, so gucken wir mal. Ein Casket haben wir. So viel Mana haben wir gar nicht. Für den Jünger. Wir könnten die Seepferdchen mitnehmen. Aber ich glaube, wir lassen das so. Können ruhig mit dem Jünger starten. Das geht klar. Schick mal eine Schnecke rein. Vielleicht kriegt man noch die 3 Gold raus. Ne, 3 Gold haben wir gekriegt durch den Cent. Na gut. Okay, Yosora. Der hat immer ganz schön zu kämpfen. Die ersten beiden Waves. Na gut, wir warten mal ab. Weil so können wir mit dem Mana den Casket und die Schleime zumindest mit reinnehmen. Beziehungsweise dann noch mehr Jünger. Katze gebaut. Oh, das haben wir im Sack. So machen wir das, weil dann können wir nämlich hier auch noch einen Jünger hinstellen, so, und die Verteidigung upgraden. Ja, das haben wir auch erstmal ein bisschen. Fünf klingt gut. Auch gerade so. Oh, schade. So mache ich das. Hier dann noch ein Casket hin. Und da und da. Und dann gehen wir jetzt auf die 5. Mal gucken. Können wir ruhig Unhold reinschicken. Das sollte klar gehen.
Blume rein. Sieht das mal ganz, ganz komisch aus. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. Gerade wenn man sich schon eine Strategie zurechtgelegt hat, will man natürlich auch, dass das funktioniert. Er hat eine Blume gebaut. Okay, er hat also eine Blume und eine Yosora. Das heißt, auf 7 könnten wir noch mal gehen. Eventuell. Mach trotzdem Upgrades. Ich muss auch ein bisschen Einkommen generieren. Danny Walker nehmen wir gerne mit. Take my spear. Das könnte man theoretisch ein Casket bauen, aber ich glaube, ich werde einen Schleim auf. Wir haben dann sehr viel Flächenschaden. Mit denen, mit dem Casket, ist viel Flächenschaden dabei. Okay, wir gucken mal. Und mit der Blume natürlich. Wanderer. Das hat er auch noch Angler gebaut. In Yosora rein. Oberbild. Nee, ich mache Upgrades. Der baut mir zu viel aktuell. Drunter ist aber nicht gerade viel. Consider it done. Noch können wir noch holen. Ernsthaft, jetzt wäre ich durchgekommen, wenn ich was geschickt hätte. Müll. Einfach nur Müll. Ich will gar nicht so viel bauen.
10 könnte mir was bringen, wenn ich ein bisschen. Also ich habe jetzt irgendwie auch noch nicht so richtig einen Plan. Schicken einfach ein bisschen was rein und gucken, was passiert. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Zwei Schnecken mit rein. Gucken wir mal. Und hör mit. Einen Maulwurf. Ich hör mit. Reingekackt. Ja, ich bin durchgekommen. Hat zwar den Boss gehalten, aber den Rest nicht. Sofort Overwork. Mache ich hier mal das Upgrade. Ich hole noch einen Worker. Holy shit. Das ist gut. Oh, Stichschaden habe ich auch so wenig. Ne? Habe ich nur das und die Stalkcaller. Aber ich hoffe, habe ich noch nicht gebaut. Okay, er hat jetzt einen Champion Berserker geholt. Das wird interessant. So. Fürsten hinsetzen? Nee. Machen das so. Da ist noch ein bisschen was rausgeholt. 40 kriege ich noch zusammen, da kann ich noch den Rupp reinschicken. Holy shit. 400 ist schon fett. Sieht gar nicht gut aus für mich. Und den bringen wir zwar auch durch, aber es ist halt wesentlich weniger als das, was wir durchgelassen haben.
Jetzt geht mein Game erst richtig los. Mit der Burg. Aber unser King ist halt schon ganz schön abgekackt. Fürst des Todes. Zumindest einmal Regeneration rein. Ja, eher 15. 15 macht am meisten Sinn. Ich habe auch so mit den Waves jetzt schon zu kämpfen. Das ist halt eher das Problem. Ich kann einfach nicht halten. Meine Tanks sind auch zu schwach. Die Idee der Strategie war zwar gut. So, aber wenn die Tanks zu lapsch sind, sieht es dann auch scheiße aus, ne? Das ist halt das Problem. So, wir machen jetzt hier mal Upgrades rein in die Tanks. Dass die auch mal ein bisschen mehr aushalten hier. Das ist ja ganz wenig, 1170. Jetzt ist wenigstens 3700, das ist wenigstens was. Und dann muss ich Fürst des Todes bauen. Lass mich mal sehen. Ja, dicke Frontline. Muss auf jeden Fall ein Voreis mit reinschicken. Magischen Schaden hat er kaum, die Blume und den Feuerfürsten. Er bleibt da leider nicht so viel Auswahl, ne? Einfach damit er die ersten Schüsse abhält, warum nicht? Gucken wir mal. Bei uns sieht das tatsächlich nicht so gut aus. Fürsten greifen an. Da sind ordentlich Drachen da. Sieht gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Beide durch. Wir haben beide gehalten. Das müssen wir nutzen, um Worker aufzubauen. Ja, auf 17 können wir ruhig nochmal schicken. Wir werden den auf jeden Fall mal upgraden, damit er auch das Mana verteilen kann. Stichschaden. Habe ich ja nur das zur Auswahl. Können wir noch eine Blume platzieren. Das geht. Die
kriegen noch nicht mal so diesen Mana-Buff ab, weil ich den nicht aufgewertet habe. Ich muss ihn vor alles reinschicken, weil er zu fett ist. Mit seinen Tanks. Hat ein bisschen Flächenschaden. Wir könnten mit einem Maulwurf gegen die Blume halten auf jeden Fall. Und dann müssen wir Brutes und sowas reinschicken. Noch ein Doppel-Millennium. Mache hier das Upgrade mal rein. 180. Packleader, der hat auch Aufprallschaden. Und bufft sogar noch. Und dann gucken wir, was noch ausgeht. Kraken, hm? So ist das also. Okay, Frontier ist schon tot. Okay, er scheint aber zu halten. Okay, ich bin durch, er ist auch durch. Also, das ist ja wirklich krass hier. Ich habe fast gar nicht gehalten in der Runde. Ich glaube, der hat mich durchgezogen. Sieht zumindest sehr danach aus. Hat alles grün. Ich habe nur am meisten Einkommen, weil es einfach 6 mehr war. Wegen Burg. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.